Heute wird ein wilder Stream. Heute wird ein wilder Stream. Wir sind live, das trifft sich gut. Dann machen wir die Barriere weg und gucken auf unser wundervoll, auf meinen wundervollen Startbildschirm und öffnen World of War Planes. Let's go. Während ihr das hier seht, hol ich mir kurz das zu trinken. Und die Fetch-Eisen. Fuck. Ich hab vielleicht dort eine gewisse E-Mail-Adresse geleakt. Sag jetzt nicht, von wem die ist. Willkommen bei World of Warplanes. Viel Erfolg und eine gute Jagd. Finde ich auch gut. Da du 17 Zit. Ah, oh, sehr gut sieht das aus. Ja, wir bauen mal den hinteren Motor ein. Ja, gut. Ja, das hintere Geschütz. Nee, das ist sogar ein Frontturm. Ja, scheiß auf den scheiß Elite-Status. So, gucken wir mal, wie sieht's hier aus? Der Zuschauer auf sogar. Ah, nee, doch, hier guckt irgendeiner zu. Sehr gut. Absolut toll, ich hoffe, es ist mein Moderator. Irgendwas haben die hier verändert, ich sehe das schon. Was? Markiere die Best. Streamer. Im Video-Editor. Highlight-Video. Oha! Das ist doch mal eine gute Funktion. Alle Highlights hier werden einfach auf meinem Hauptkanal hochgeladen. Ich wusste es. Oh mein Gott. Robin schreibt mir in den Chat, ob du es bist. Dann weiß ich, dass hier ein Moderator online ist. Lul. So, und jetzt, ne? Wir müssen alles bombardieren. Nicht eingespielt ab. Ja, unbesiegbar bin ich auf jeden Fall. Wir gucken nochmal unser Traumziel an. Nee. Das Traumziel. Der sieht auch irgendwie wild aus. Und wir suchen Gefecht. Let's go. Let's go. Und mal gucken, ob hier irgendjemand in den Chat schreibt. Ne, ich sehe hier tatsächlich nichts. Sehr gut. Dann müssen wir wieder zurück. Schwarzer Bildschirm ist immer ein gutes Zeichen. Vertraut mir. Keine Geräusche, schwarzer Bildschirm. Gutes Zeichen. Darauf ist mein Stück. Ah, was? Ich sehe nichts. Hilfe. Hilfe. Okay, wir tappen nie wieder innerhalb beim Starten einer Runde raus. Ah, okay, jetzt. Die Map. Mhm. Kommandozentrale. Ja, ist ganz fair hier. Wir nähern uns der Front. Jetzt geht's los. Ich sehe hier eigentlich gar nichts. Da steht eigentlich immer noch Laden, so. Es ist eben halt ein altes Game, so aus 2013. Sie fliegen in ein Kampfgebiet. Machen Sie sich gefechtsbereit. Ja, ich kann auch nichts viel machen. Viel Erfolg. Weil zuerst müssen wir natürlich nach oben fliegen. Oh. Das war der falsche Modus. Das ist die falsche Taste. Wie kann ich nochmal gucken? Ah, Umschalttaste. Sehr gut, Spiel, dass du mich daran erinnerst. Hier werfen wir ein paar Bomben raus. Ich hoffe, die treffen. Wenn nicht, ist eh erste Runde. Wir haben getroffen. Sehr gut. Scheiß Flachs, ich hasse euch auch. Und hier werfen wir nochmal alle Bomben raus. Was? Ich werfe ab.
Hilfe. Wie komme ich hier raus? Ihr scheiß Monster. Lass mich in Ruhe. Ja, ich fliege erstmal nach oben. Ja, du Kackhund, Digga. Von der Bf 109. Ehrenmann, dass er dieses Flugzeug hat, aber Unehre, dass er einen Bomber wie mich einfach so jagt. Ja, wir spawnen da, auch wenn es eigentlich kaum Vorteil hat. Ich war einfach nicht hoch genug. So 2500, 3000 Meter ist gut. Da hinten kommen die feindlichen Bomber, absolut frech. Absolut frech. Ja, gleich sind wir auf einer guten Höhe. Wollt ihr mich verarschen, Digga? Wie? In fucking... Ich sag einfach nichts dazu. Ein fucking schweres Flugzeug. Ein fucking schwerer Jäger auf 2500 Metern. Was will er von mir, dieser Bastard, Digga? Wir greifen jetzt eh die an. So eine Hunde. An alle Jäger, gegnerische Bomber entdeckt. Fangen Sie diese ab. Jetzt schon. Haben sie früh gemerkt, muss man einfach sagen. So, wir fliegen jetzt einfach senkrecht nach oben. So, jetzt müssen wir kurz ein paar Sachen bombardieren. So, da sehe ich ja schon ein paar Sachen. Müssen wir warten. Oder wir fliegen einfach noch höher. So lange. Wollt ihr mich verarschen? Wer war das? Ihr könnt mich hier nicht drin. Also, nein, es kann nicht die Flagge. Ist es die Flagge? Alle Positionen wurden vom Gegner erobert. Geil, die Runde wird gewonnen. So, wir greifen jetzt einfach. Wir fliegen jetzt zur Kommandozentrale. Niemand wird mich aufhalten. Beim Gegnerteam. Wir müssen mal ein bisschen schneller werden. Wir sind echt langsam. Wollt ihr mich verarschen? Natürlich. Ja, mach noch mehr Damage. Gib ich dir recht. Mach noch mehr Damage. Auf 3000 Metern. Du Hurensohn, stirb einfach. Auf fucking 3000 Metern. Er ist da noch, ich sehe dich doch da, du Hund. Auf 3000 Meter. So ein Bastard, Digga. Auf 3000 Metern als schwerer Jäger. Traurig. Lösch dich, du Bastard, Digga. Ich hoffe, du wirst richtig misshandelt von deinem Vater und deiner Mutter. So, es bringt eigentlich eh nichts, dass wir hochfliegen. Wir werden ja eh gleich wieder von 3000 Metern abgeknallt. Deswegen gehen wir nur auf 2000 oder so 1800. Bringt ja eh nichts. Dann wird hier ja eh runtergeholt bei, keine Ahnung. Ich, Safer würde mich auch noch bei 5000 kriegen. Könnte ich mir echt vorstellen.
So, wir nehmen mal die Flachs raus, habe ich soeben beschlossen. Jetzt eh schon gewonnen. So eine Frechheit, Digga. Also das ist echt eine Frechheit gewesen. Ja, wir gehen jetzt auch zurück zum Hangar. Wir umgruppieren uns neu. Ich wollte eigentlich hier hingehen. Hilfe. Und wer auch immer hier war, der ist abgehauen. Bei meinem Gebrüll kann ich mir vorstellen. Wollte ein bisschen auf Spaß so. Ne, man wird gleich komplett weggelasert. Richtig schön. Hinten rein. Eine Verwirrung verarscht. Mal gucken, wie lange wir warten. Ah, mit Bergwerk, okay. Dann fliegen wir natürlich zum Bergwerk. Da gibt es schön was zum Bombardieren immer. Und auch keine Luftverteidigungsflugzeuge. Achtung! Sie fliegen in ein Kampfgebiet. Machen Sie sich gefechtsbereit. Viel Erfolg! Machen Sie sich einsatzbereit. Es geht los. Wir fliegen erstmals auf 2000 Meter. Nach den ersten Abwürfen fliege ich noch weiter höher. Ich will erstmal schnell da sein und Sachen bombardieren. Vor allem die Flachs. Wir werden hier einmal die ganze Reihe durchfliegen. Schlachtflugzeug. Okay, jetzt können wir auch weiter nach oben. Ja, wahrscheinlich, oder? Okay, wir sind auf einer guten Position. Wir drehen jetzt hier unsere Kreise, bis die Bomben wieder da sind. Die Flak war ganz schön dicht an mir dran. Müssen wir ein bisschen Crashkurs fliegen. Schade. Wir haben irgendeinen abgeknallt von uns.
Habe ich noch gar nicht bemerkt, dass wir von der Flugabwehr beschossen sind. Oh, sehr gut. Irgendwas Wichtiges haben wir dran mitgenommen. Das hätte sich erledigt. Der Gegner versucht, die Fabrik zu erobern. Verhindern Sie das! So, dann fliegen wir jetzt zum Feldflugplatz natürlich. Ja, wahrscheinlich nehmen die uns so hart, oder? Mal gucken, wenn es gut läuft. Ich glaube, alleine nur durch die Gebäude kann man einen Feldflugplatz nicht zerstören, aber ich bin mir nicht sicher. Wir werden es gleich herausfinden. Bombardieren. Hier oben ist eben halt echt nichts los. Das ist echt entspannt so für den Abend, hier ein paar Sachen zu bombardieren. Oh, sehr gut. Rangstufe 5. Genau das will ich sehen. Ich habe Angst. Ich glaube, ich werde mich hier schon mal an der Grenze aufhalten. Ich glaube, wir holen gleich unser Bergwerk wieder. Aber es ist ja dann eh noch hier Dingszeit. Oh, gleich bekommen wir Punkte dazu. Oh, sehr gut, dass wir die noch mitbekommen haben. Ja, das war klar. Okay, dann fliege ich jetzt schon mal Richtung Bergwerk. Dann sind auch meine Bomben bei dir und dann ist auch Spawn-Schutzzeit vorbei. Bei denen. Wahrscheinlich ein scheiß schwerer Jäger. Auch einfach abgerufen so. Wo bist du? Da bist du. Was? Jetzt gehe ich in den Sturzflug. Weißt du, was ich jetzt mache? Bevor du mich jetzt noch holst, werde ich hier alles auseinanderbauen. Jetzt geht's runter. Ist egal. Hallo, es hat voll gelenkt. Na, du Kleiner. Du scheiß Alliierter. Ich hab schön noch was hier in die Luft gejagt bei euch. Halten Sie durch. Sie werden in Kürze keine Unterstützung mehr haben. Wenn die anderen jetzt Punkte bekommen haben, wir verkackt. Wir müssen das Bergwerk so schnell wie möglich zurückerobern. Ja, wahrscheinlich. Du scheiß Schlachtflugzeug. Von wem werde ich hier angegriffen, Digga? Ja, die haben jetzt gewonnen, weil die Punkte gekriegt haben. Nein, das war aber schon eine bessere Runde. Das war schon eine bessere Runde. Wäre Vierter. Ja, komm, war. Ging eigentlich, ging. Da konnten wir ein paar Sachen. Jetzt weiß ich auch, warum es leckt. Verpiss dich, du Vater, Digga. Einmal gespürt und nie wieder angefasst. Aber wir können ein paar Credits haben.
Ein paar Credits sind immer nice. Sind immer wild. Dum 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 dum. Oh, Militärbasis. Wir fliegen zur Militärbasis. Wir machen uns gefechtsbereit, Männer. Wir sind komplett ready. Wir müssen den Feind auseinanderbauen. Machen Sie sich einsatzbereit. Es geht los. Wir sind bereit. Als erstes alle Flaks weg für unser Team. Okay, wir haben schon mal die Garnison. Aber die wird uns nicht viel nützen, wenn wir die Dings hier nicht halten können. Aber die letzten waren ganz schön verkackt. Letzten. Letzten Bomben. Aber wir haben es eh. Sehr gut, sehr gut. Und jetzt ist ihre Garnison eigentlich auch weg. So, wir fliegen jetzt zu Deckern. Oh, da fliegt die Rakete. Wo ist sie? Wo ist sie? Da. Einfach. Einfach alle gestorben. Oh, oh. Ich bin mitten in ihrem Spawn. Nein. Nein. Ja, natürlich, natürlich. Alles ganz normal, alles fair. Als Bombe hat man richtig Chancen, sich zu wehren. Ja, was war das denn, bitte, Draht? Instant 100 Damage oder was? So ein Idiot, Digga. Wahrscheinlich mit einem Schuss 100 Damage. Da weiß man einfach wieder Bescheid. Aber alles normal, nur Hex. Die Map ist eben halt nicht gut für Bomber, aber egal. Lufthoheit sichergestellt. Guck, genau deswegen ist sie nicht gut. Oh, jo! Wie das aussieht. Das sah übel sick aus. Ich habe irgendwie gerade Angst. Und zwar um diese Basis hier. Ich wusste es. Deshalb bin ich hierher geflogen. Jetzt fliege ich noch nach oben. Noch viel weiter.
Moment noch ist, ist der Spawnschutz an. Jetzt ist der Spawnschutz aus. Achso, da. Ja, die Rakete hat einfach gerade meinen Kill gestealt. Ja, okay, das war's. Auch schon wieder. Ja, das war der easieste Win überhaupt. Wir können es ja nochmal so runterdroppen. Aber ich bezweifle, dass es klappt. Dass wir überhaupt am Boden ankommen werden. Das ja. War eine tolle Leistung, Piloten. Kommen Sie nach Hause. Guck aber, wenn man dann so wenig macht, dann gewinnt man. Ist irgendwie in fast jedem Game so. Ich weiß auch nicht warum. Also in jedem Wolfs Game. In jedem World of Game meine ich. Moment. So. Puh. Ja, man macht hier stabil Geld mit. Gucken wir mal, ob hier irgendjemand im Chat ist. Nein. Wie immer. Ja, schmackhaftes Wasser, schmackhaft. Hallo? Bildschirm? Okay, wir sind instant in eine Runde gekommen. Und diesmal müssen wir die Kommandozentrale. Ne, es gibt zwei. Ich flieg zu dir. Sie erreichen ein Gebiet mit Kampfhandlungen. Halten Sie sich bereit. Aber wir sind zu weit links. Na gut, ich werde gezwungen, geradezu nach links zu fliegen. Von meiner Startposition aus. Oder ich flieg zur Garnison. Ich glaube, ich fliege sogar nicht so. Los geht's. Aber erst fliege ich so auf 3000 Meter. Wenn mich da einer schnappt, wenn ich da irgendeiner angreift, dann. Nee. Hilfe, ich bekomme Strömungsabriss. Hä? Ja, flieg doch noch weiter nach unten, du Affe. Namens Pilot. So, wir fliegen immer weiter. Ich glaube 2700 reicht erstmal, damit wir hier auch ein paar Sachen bombardieren. Zum Beispiel dieses Schiff, das sieht ganz schmösslich aus irgendwie, das zu bombardieren. Oder die Flak. No Soundpack. Alle Bomben fliegen schön. Sehr gut. Uns gehört eine Kommandozentrale. Und die Bomben waren total kacke abgeworfen.
Okay, die Kommandozentralen reifen sich gegeneinander an. Dann ist es noch umso wichtiger, dass sie hier die Dings bekommen. Die Garnison. Ja, es war auf der Hälfte und dann ist wieder komplett neutral. Wahrscheinlich. So, jetzt können wir umdrehen. Jetzt sind die Bomben gleich wieder ready. Moment sieht es eher so aus, als ob wir die Garnison kriegen, aber müssen wir gucken. Ah, okay, wir haben sie ins Zentrum gekriegt. Sehr gut. Dann unterstützen wir doch mal unsere Bomber, würde ich sagen. Nein. Wer ist so frech? Tja, Strömungsabriss. Fettsack. Aber ich brenne so hart. Jetzt kriege ich auch Fettströmungsabriss. Aber er hat abgedreht, immerhin etwas. Dankeschön. So, mal gucken, ob wir überhaupt noch rechtzeitig ankommen, um hier irgendwas zu erobern. Oh, bei uns wird heftig Auge gemacht. Gegnerische Bomber im Anflug. Sie dürfen ihr Ziel nicht erreichen. Bei uns wird heftig Auge gemacht. Ja, die Garnison haben sie wahrscheinlich. Dann müssen wir eure Kommandozentrale klauen. Ach nein, ich habe anstatt BG gedrückt. Oh, Fettfeil-Move, Digga. Ah, okay, das war's schon wieder mit mir. Jetzt bombardieren wir das und hoffen, dass die scheiß Garnison drauf geht. Die Fakumano-Zentrale. Sonst haben wir echt Fak. Wollt ihr mich verarschen? Hat der nichts? Das hat einfach keine Auswirkung gehabt. Sehr gut. Geil. So, jetzt ist gleich unsere Bomberstaffel da, genau. Unter unserer Kontrolle. Kommunikation zum Hauptquartier hergestellt. Das ist sehr gut, dass sie unter unserer Kontrolle sind. Kann auch so bleiben. Oder auch nicht. Geil. Er wurde gleich wieder so nicht und gestiert. Müssen langsamer werden. Gefühlt von warten bei S echt langsamer. Da ist immer wieder Kacke abgeworfen, aber egal. Wir fliegen gleich weiter bis zur Kommando, falls wir es bis dahin überleben. Ja, natürlich. Flak noch ein bisschen weniger Damage. Ja, natürlich. Haben Bericht über sich schnell verschlechternde Wetterverhältnisse. Ja, okay, das war's. Das Game ist verkackt. Haben Sie verstanden? So, jetzt draußen wir wieder. Ja, man wird echt langsamer, wenn man es gedrückt hält. Man ja voll gut, ey. Ja, scheiß Hackerflachs, ich wusste es. Der Gegner steht vor dem Sieg. Strengen Sie sich an. Wir können Sie nicht länger unterstützen. Der Sturm ist
zu schwer. Haben Sie verstanden? Na, richtig faires Match. Ja, guckt euch diesen Typen allein an, wie der sweatet, Digga. Ist egal. Mit Bomber kann man eh kaum was ausrichten. Man muss eben halt hoffen, dass die Teammates irgendwas hinkriegen. Sehr gut. Lufthoheit. So, dann ist das eh das nächste Ding, wo ich gleich hinfliegen kann. Ich habe außerdem eine Bombe abgeworfen. Geil. Ich wusste, dass das das nächste Ding ist. Fliegen ein bisschen weiter nach oben. Kommen die Penner von da unten zu mir? Nee, sind eh alles Schlachtflugzeuge. Wir können ja schon mal hier hinfliegen, um das zu bombardieren. Das macht Auge auf mich, Digga. Oh, das letzte war echt richtig verkackt. Einfach besser beim Ausweichen. Haben sie gleich gewonnen. Sturzflug. Gehen Sie zurück. Der Gegner ist um zu einen Punkt. Wild. Einfach wild. Um einen Punkt. Einen Punkt. Wie viele Erfahrungspunkte fehlen mir da eigentlich? 1600 habe ich und... Ah ja, 18.000 fehlen mir da noch. Geil. So, guckt, ob irgendjemand in den Chat schreibt. Nee. Was? Ah ja, ich bekomme irgendwelche Freundschaftsanfragen bei Dings. Ah ja. Komm, eine Runde geht noch im Bomber und dann schwimmen wir mit diesem komischen Schlachtflugzeug, was einfach gar kein Schlafflugzeug ist, sondern irgendeine zusammengebaute Kacke, um die Ju-87 freizuschalten. Dum, 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 dum. Oh, wir haben die Kommando, sehr gut. Dann fliegen wir zur Gunny. Viel Erfolg. Dann fliegen wir zur Gunny. Dum.
Rot, machen Sie sich einsatzbereit. Es geht los. Tja, Ehrenmann, der Bomber. Ja, können wir eigentlich auch machen. Irgendwie bin ich der Einzige, der zu Gunny fährt. Fliegt. Jetzt habe ich Angst. Oh, wir kriegen Strömungsabriss. Über dem Meer. Ja, das war klar, dass sie die gar nicht kriegen. Als ob wir immer noch nicht die Kommandozentrale haben. Wie lost, Digga, wie lost. Dann haben sie jetzt schon Punktevorteil. Dankeschön. Okay, die Bomber fliegen auch Richtung Garni. Wir können noch ein bisschen nach oben fliegen. Okay, sollten wir doch nicht. Strömungsabriss tut weh. Ja, reicht doch, Digga. Wie tief will der denn noch sinken? Nur wegen diesem einem kleinen Strömungsabriss. So, gleich machen wir uns für die. Wir sind eigentlich ganz chillig unterwegs von der Geschwindigkeit. Können wir eigentlich hier über alles rüber hinwegfliegen? Das Boot habe ich nicht getroffen, sehr gut. Irgendwie habe ich gar nichts getroffen. Doch, das letzte habe ich getroffen, danke. Bitte lass die Flak sterben. Na, das Flak-Hauptgebäude hat natürlich überlebt, was mich beschießen kann. Sind wir auch auf 3000 Meter. Vielleicht zwei Mummerstaffeln sind im Anflug. Und dann sind sie eigentlich so gut wie tot. Okay, lohnt sich nicht zu bombardieren. Und Abruf. Jetzt waren wir zu schnell. Junge, die Garnison will einfach nicht sterben, Digga. Ja, wahrscheinlich hat die überlebt die so viel oder was. Aber jetzt sind unsere Bomber da. Die Bomber haben sie, nehmen sie jetzt. So, da kommen sie, sie droppen. Und bitte. Als ob, sie haben es überlebt. Irgendjemand muss hier Luftverteidigungsflugzeuge abknallen. Man kann hier nichts mehr bombardieren. Scheiße, Digga. Dann müssen wir jetzt in diese Richtung. Knallt ein paar Luftverteidigungsflugzeuge ab, Männer. Werde ich verfolgt? Ich glaube schon. Der Jäger kommt immer... Fliegt hoch. Okay.
ganz bald. Ja, ich hab's auch bemerkt. Die Idioten von meinem Team machen ja die ganze Zeit gar nichts. So, jetzt haben wir endlich mal diese Glocke. Jetzt brauchen wir noch einen Feldflugplatz. Jetzt verlieren wir gleich die Kommando und dann sind wir eh tot. Der Gegner hat die Kommandozentrale erobert. Hab ich ja gesagt. Sie dürfen keinen Fuß fassen. An alle Jäger, gegnerische Bomber entdeckt. Fangen Sie diese ab. Mit 2900 bin ich Vierter. Haben Berichte über sich verschlechternde Wetterverhältnisse erhalten. Unterstützung muss bald eingestellt werden. Haben Sie verstanden? Der Gegner war nicht zu stark, die Teammates waren zu lost. Ihr habt ja irgendwelche Bauern ins Flugzeug einfach gesetzt. Lost. Setzen einfach irgendwelche Tölpel von der Straße haben sie rekrutiert und ins Flugzeug gesetzt. Sie hätten einfach sagen müssen, okay, das ist euer Job. Kamikaze, wären sie effektiver gewesen, glaube ich. Komm, jetzt spielen wir mal mehr Zweckjäger. Let's go. Mehr Zweckjäger finde ich eigentlich ziemlich nice vom Spielen her. Vom Aussehen zwar nicht so, aber vom Movement so sind sie eigentlich ganz witzig. Wenn es so ein typisches Flugzeug eben hält. Ein typischer Kampfflieger. Obwohl ein typischer Kampfflieger ist, glaube ich, eher so ein Jäger. Achtung! Die Kommando, da werden wir hinfliegen. Machen Sie sich gefechtsbereit. Viel Erfolg. An so Bomberjäger denkt man, aber vom Bild her, bei Jäger hat man doch eher so ein Ding, finde ich, vor Augen, als so eine Bf 109 eher schon, aber so ein Ding hat man auch schon vor Augen, aber man denkt immer, Mehrzweckjäger, was ist denn das? Ich weiß auch nicht gerade, was ich hier laber, aber einfach zu Kommando. Jetzt geht's los. Guck, das kleine Ding ist auch extrem schnell. Und wendig vor allem. Einfach wie schnell der Boost wieder auflädt. So, wo seid ihr, kleine Flugzeuge? Schon verlernt zu schießen, die ganze Zeit immer nur Bomben gedrückt. Der macht auch richtig viel Damage. Boom. So, sind hier noch irgendwo mehr Zerkäger? Nee, oder? Dann müssen wir jetzt auf die Player gehen. Feldflugplatz.
Sehr gut, sehr gut. Der Nebel nervt mich hier immer auf der Map. Ja, ich hab mich einfach auf Play. Schwere Jäger sind so unwendig. Aber Mehrzweckjäger sind eher so da, um... Scheiße. Ja, der war hinter mir. Was sollte ich dagegen machen? Sie haben wenig Leben, aber sie machen viel Schaden, die kleinen Mehrzweckjäger. Er ist noch explodiert, dieses Opfer. Dann fliegen wir jetzt hier zum Bergwehr. Sieht eigentlich ganz gut aus im Moment so für unser Team. Obwohl, die haben gar keine Luftverteidigungsflugzeuge. Dann fliegen wir doch nicht hier hin. Weil da können wir nichts ausrichten. Ist auch eigentlich gar keine... Ist auch keine gute Map hierfür. Hier wäre wieder Bomber besser gewesen. Oder schwerer Jäger. Oh, oh. Sehr gut, wir haben den Punkt. So, jetzt gehen wir in den Low Ground. Guck, weil wir machen, nimmt halt an Gebäuden gar kein Damage. Und an den großen Flugzeugen auch nicht. Wir brauchen diese kleinen Flugzeuge jetzt mehr zu dagegen. Bomberstaffel gesichtet. Greifen Sie diese unverzüglich. Ach nee, die haben die Kommando übernommen. Ja, der ist weg. Wir sind auch nicht schnell, aber wir sind fucking wendig. Ich weiß, was ich vor... Scheiße, Mann, der hat mich noch erwischt. Wollte Draht nach unten absehen. Diese scheiß Jagdflugzeuge, die ganze Zeit rammen sie ein. Wir spawnen hier. Obwohl, nee, wir spawnen hier. Und dann sind diese Kackjagdflugzeuge auch immer schön am Boden noch. Aber es sieht gut aus, sieht gut aus. Wir haben zwar noch kaum XP gemacht, aber es sieht gut aus für unser Team. So, hier gibt es eben halt kaum feindliche Flugzeuge. Junge, kann der auch mal aufhören, zum Kreis zu fliegen, der Hund? Danke. Ja, von wo? Da ist noch ein Flug. Verteidigungsflugzeug. Sehr gut, sehr gut. Ja, was ist mit all unseren Garnisonen passiert, die wir hatten? Da haben wir jetzt gar keine mehr. Vorsicht, eine Gewitterfront nähert sich. Wir können bald keine Unterstützung mehr schicken. Haben Sie verstanden? Ja, hab ich verstanden. Unsere Flugfeldplätze sind einfach verschwunden.
Den werden wir uns mal schnappen, einfach weil die mich nerven. Die Leute. Kackschweren Jäger heute. Nerven mich richtig. Sehr gut, wir haben ein Bergwerk. Ja, mit S kann man echt. Können Sie nicht länger unterstützen? Der Sturm ist zu schwer. Haben Sie verstanden? Wir schießen einfach noch so viele ab, wie wir können. Da ist ein Jäger. Den könnten wir. Ah, ein schwerer. Okay, den holen wir uns doch nicht. Den können wir uns holen. So, wir haben beide Bergwerke. Das sollte gewonnen sein, das Ding. Der Jäger da, den habe ich schon die ganze Zeit im Auge. Wahrscheinlich hat er so schnell gedreht, oder? Ja, jetzt sind wir Jura, Digga. Ja, von uns nehmen noch zwei Flugzeuge natürlich, oder? Ihr müsst überleben. Ja, das eine war ein Bomber. Nee, er lebt immer noch. Ihr müsst herauszögern. Gut gemacht. Der Sieg ist nah. Nee, nee, ist er nicht. Ein schwerer Jäger und Bomber. Schlachtflugzeug. Da ist er eigentlich ein Bomber. Das wird ganz knapp. Wir brauchen jetzt schnell Bergwerk. Bergwerk-Power brauchen wir jetzt. Sie machen ihren Job im Moment recht gut. Noch ein bisschen müsst ihr es zögern. Oh, er hat noch einen anderen zerstört. Haben wir gewonnen? Oder was ist gerade passiert? Hilfe. Ist das ein... Hallo. Oh, Bruder, war das ein fetter Lag. Oh, sie leben immer noch. Wir haben einen Feldflugplatz verloren. Ist egal, wir brauchen nur noch ein Bergwerk. Ein Bergwerk. Schnell. Komm, noch ein paar Sekunden. Müsst ihr es aushalten, Jungs. Dann haben wir gewonnen. Noch ein bisschen. Oh nein, nur noch einer. Noch ein bisschen. Du musst noch länger überleben. Gute Arbeit. Wir ja. Auf ihre Rückkehr. Oh, der war. Oh. Der siegt dich. Sehr gut. Hilfe, Slack, Digga. Hallo? Windows? Hallo? Digga, was ist das denn hier schon wieder? Für Scheiße. Error, Hilfe, 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 Error, Error. Dankeschön. Junge, was ist das denn hier gerade schon wieder? Mein PC laggt übelst. Oder das WLAN. Ich,
Na, keine Ahnung. Irgendwas laggt hier so hart. Hilfe. Junge, ich kann nichts machen, Draht. Was ist das denn? Was empfängt YouTube nicht? Was empfängt YouTube nicht? Was für nicht genug Daten, Digga? Junge. Hallo. Hilfe, Error, Error, danke schön, was auch immer hier gerade passiert. Ich kann nichts machen, das ist absolut frech, es ist geil. Hallo, was für Xbox Game Bar, Digga. Ja, da weiß man einfach, was wieder Bescheid ist. So eine Scheiße. Hallo. Hä, Digga? Werd ich gehackt oder was? Was ist das? Ja, OBS ist abgeschmiert. Das ist passiert. Geil. Geil. Alles schmiert ab. Es ist so geil. YouTube schmiert ab, alles schmiert ab. Irgendwas hat gerade alles gekillt. Ich weiß nicht mehr, ob ich gerade live bin oder nicht. Irgendwas ist hier gerade komplett abgeschmiert bei meinem PC, beim YouTube reagiert nicht. Ja. Ich kann nichts machen. Hilfe. Hallo, Polizei? Was ist das? Helfen Sie mir. Helfen Sie mir? Hallo? Das will ich schließen. Dann will ich mal meinen Papierkorb leeren. Kriegst du das hin, PC? Ich hoffe doch. Ja, du hast richtig gehört. Ich will meinen Papierkorb leeren. Hier kommen. Leeren. Hallo, PC. Hallo. Man braucht dafür ein. Ja, will ich unwiderruflich löschen. Webseite wiederherstellen vielleicht? Hallo? Was ist hier los? Also hier bin ich noch live. Ob ich auf YouTube live bin, weiß man da noch nicht. Webseite wiederherstellen, bitte. Hallo. Er macht gar nichts. Nix. Was für Screenshot, was für Feedback. Wir freuen uns sehr darüber, was für Feedback. Feedback ist Spuchte, Digga. Junge, ja, ich hab ein Feedback. Was ist hier los? Das ist mein Feedback. Hallo? Junge! Was passiert hier? Hallo? Error, helfen Sie mir.
Ich bin in Gefahr. Junge, was ist denn da falsch gelaufen, gerade im Stream? Junge, was passiert hier, Digga? Hallo. Junge. Hilfe, Digga, was ist denn hier los? Nix passiert hier mir, hallo. Jetzt werde ich endgültig gehackt. Wollt ihr mich verarschen? Ich kann keine 292 Megabyte frei haben. Es geht ja nicht, Digga. Ich hab da keine Ahnung. 10 Sachen gelöscht. Wollt ihr mich hops nehmen, ihr Idioten? Es geht nicht. Außerdem hatte ich vorhin noch 20 frei. Da, der Papierkorb ist leer, es geht nicht. Es ist so eine Frechheit. Es geht nicht, ihr Idioten namens YouTube. Löscht euch. Außerdem, nur weil ich so wenig Speicherplatz habe, hat es noch nie so geleckt. Nie. Ich hatte schon weniger und es hat nie im Stream nirgendwo geleckt. Irgendwas leuchtet hier gerade komplett bei YouTube, beim WLAN, bei meinem PC falsch. Ich weiß auch nicht. Ich möchte den Papierkorb leeren. Ja. Ja, passiert auch nichts, Digga. Es ist... Hallo. Hilfe. YouTube reagiert nicht, ist geil. Geil. Was passiert hier? Was ist mit meinem PC falsch? Es kann ja nur eigentlich an meinem PC oder an YouTube selbst liegen. Jetzt kommen die Nachrichten an. Jetzt. Nach 50 Jahren, also irgendwie, bei YouTube muss hier doch gerade ein Fehler sein, oder nicht? Was passiert hier? Was ist mit meinem PC? Am WLAN liegt es ja offensichtlich nicht. Ja, Junge, fick dich selbst. YouTube an sich ist schlecht, Digga. Es ist so lächerlich. Was ist denn bitte los? Es geht nicht. Habe ich gerade die Daten aus Versehen wiederhergestellt oder was? Es geht nicht, dass ich so wenig Speicherplatz habe, ihr Hunde. Ich muss jetzt hier eine Scheißsperre vormachen. Du Farplanes, du wirst jetzt geschlossen. Safe wegen dir. Kirsch, jetzt hat alles.
Junge. Ja, es schließt sich nicht. Geil, oder? Jetzt ist wieder sehr gut. Jetzt ist wieder sehr gut, oder was? Ihr scheiß Hunde. Jetzt ist wieder sehr gut. Na, Digga, jetzt habe ich gar keinen Bock mehr auf World of Warplanes. Schließt sich auch nicht. Ist geil, oder? Na, keine Ahnung, was jetzt schwierig ist. Darauf habe ich jetzt gar keinen Bock mehr. Es schließt sich echt nicht. Guckt es euch an. Ich versuche hier. Moment, wir gehen hier rauf. Hallo Microsoft, ich will diese Seite löschen. Hallo. Hallo. Dankeschön, jetzt nach so 5 Jahren. Ja, also war ein scheiß Stream, muss man sagen. Nichts erfolgreich gemacht, ein paar Sachen bombardiert.